Da bin ich. Mehr oder weniger. Und ich möchte jetzt von einem Traum berichten, der mir zuteil ward, ohne hier natürlich überhöhte Erwartungen zu wecken. Also ich sage gleich vorweg, ich träume nichts Aufregendes. Keine Geschichten mit bizarren Monstern und Gnomen, Trollen und ähnlichen Ulfen. Also, aber der eine Traum, von dem ich hier und jetzt Zeugnis abzulegen gewillt bin, war ein Traum, in dem ich unsere Welt sah, so wie sie sein könnte. Es war eine glückliche Welt. Ich sah, ja, ich sah lachende Gesichter, ich sah zufriedene Menschen, ich sah Friede, ich sah Freude, ich roch Eierkuchen. Also, ein glücklicher Traum. Im Traum, ich sah einen Afrikaner, der einen blinden Skinhead über die Straße führte. Und ich habe dann... ich habe überlegt, was kann ich tun, um diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen? Und ich musste feststellen, da gibt es ganz, ganz viele Betätigungsfelder. Da gibt es ganz viel zu tun. Es gibt viel Ungerechtigkeit überall. Also es gibt Ungerechtigkeit im sozialen Bereich. Immer mehr Arme haben kaum noch Geld. Und es gibt auch Ungerechtigkeiten. Also ich finde es auch ungerecht, was mit unserer Sprache passiert. Es hat ja niemand mehr das Bedürfnis, unsere schöne Sprache zu sprechen. Ne? Im Gegenteil, die deutsche Sprache stirbt aus. Sie wird mehr und mehr durchsetzt von Anglizismen, vorwiegend Englische. Aber da sage ich, mit mir nicht. Mit mir no way. Ja. Aber ich bin Olaf genug zu wissen, ich kann diese Verenglischisierung nicht stoppen. Na, es gibt immer mehr Produkte und immer mehr so Zeugs, was englisch tituliert wird. Es gibt Erhebungen im Nachtclub-Milieu. Jeder fünfte Nachtclub Deutschlands heißt Morning Rouge. Ja, Morning Rouge ist natürlich ein Sonderfall, klar, ne, das ist eine französische Anglizismen. Aber ein Nachtclub würde genauso gut funktionieren mit einem deutschen Namen. Zur Brust. So, ne? Was weiß ich? Also, dort kann man ja mal kreativ werden, da kann man sich ja was ausdenken. Hier, was so ein kleiner Laden, das wäre die Schniedelwutz-Baracke, ne? Oder. Also, da kann es ja heimatverbunden werden. Ne? Da sehe ich sowas in Trachten und so ein Schild aus Holz, wo so mit Lötkolben reingraviert ist. Ne? Hereinspaziert ins Fickstübchen. Ne? Ja. Aber diese ganzen Vorschläge prallen ab bei den Politikern. Wenn ihr aber das in der Praxis wenigstens anwendet, dann wäre die Welt schon ein kleines bisschen besser. Vielen Dank.